Jetzt sind wir draußen, okay. Okay, das ist doch Speicherpunkt plus Herz. Gut. Sieh an, Mario, ich hätte nicht darauf gewettet, dass du es bisher schaffen würdest. Hör auf, so süffisant zu grinsen. Du hast uns überrascht. Glaub mir, wir werden mit dir den Boden aufwischen. Wir sind cooler als Eis. Oh, jetzt muss ich ja Kanone. Ja, Jungs, Feuer frei. Oh, jetzt muss ich ja Kugel. Oh, das ist was für Bombett. Muss ich den Kugelbeliefs jetzt ausweichen oder muss ich in die kämpfen? Oder kann ich in die kämpfen? Ahornsirup. Köstlicher Sirup stellt 10 BP wieder. Ist jetzt die Frage, kann ich gegen die kämpfen? Ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie stark die sind. Ist der jetzt am Boot? Prozent, Alter! Oder jetzt ist selber K.O.? Ne, doch nicht. Also kann ich mal... So könnte ich natürlich noch mal doch einen Erwerb bekommen, wo wir in die kämpfen. Das ist natürlich praktisch hier. Da werde ich das jetzt so lange machen. Bis ich ein Level up habe und dann sehen wir uns vor den Koopa-Brüdern wieder, würde ich sagen. Weil das müsste jetzt nicht, das sind immer die gleichen Kämpfe jetzt, das müsst ihr jetzt nicht sehen. Also wir sehen uns gleich wieder. So, ihr seht, ich habe das Level up und ich habe gesagt, ich nehme nochmal Ordenpunkte, damit wir auf 9 unseren Wert erhöhen. So, und jetzt können wir uns hier irgendwie durchschleichen. Versuchen hier durchzuschleichen oder uns von den Kugelbeliefs erwischen zu lassen, hat nicht ganz geklappt. Oh naja, nehmen wir den Kampf halt nochmal mit dir. Der Kampf, der Weg dürfte ja nicht allzu weit sein jetzt. Aber ich habe es noch nie geschafft, den Kugelbeliefs zu kontern. Ey. Das ist doch nicht so einfach. Ey. Geht's auch nochmal. Ah, jetzt. Gut, jetzt kommen sie also. Jetzt kommen sie, die Brüder. Halt. Halt. Orden geben, habe ich vergessen. Wir haben ja wohl 3 neue Punkte. Fahre jetzt, das nehme ich. Ja, dann nehme ich den Power Darts. Ich glaube fast, ich nehme den Power Darts. Oh, doch, Hammer, ich weiß es nicht. Ich nehme Power Darts. Ohne Rabatt sind sie immer volle Pulle ausgerüstet hier. Mal speiern. So, dann geht's ab. Zum Bosskampf jetzt. Am besten ohne, dass mich hier zum Kugel wieder erwischt. Oh, ich muss die Kanonen besiegen. Ernsthaft jetzt? So, mal gucken. Jetzt einen haben wir schon mal erledigt. Ah, okay. Na, komm ich da hinten nicht hin? Boom.
Der macht nur einen Schaden? Scheiße. Das sollte jetzt eigentlich nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Hey, wie mache ich die Bomben denn platt? Ich schaffe das nur. Schafft das nur Bombett oder was? Gut, ich kann die übelste Erfahrung sammeln natürlich. Gucken wir, ob das mit Body Slam klappt von der Pulle. Ja, ein Schaden. So, warum bringt mir Hammer? So. Okay, 4 KP hat er. Die Kanone. Meine Hüte. Aber natürlich 15 Sternpunkte hat er. Okay, es werden gleich alle zerstört. Und natürlich müssen wir uns jetzt nochmal heilen und speiern. So, und jetzt aber auf zum Bosskampf hier. Seid ihr bereit? Hey, Melanzana, was machst du denn? Beeil dich, Mann, schwing die Hüfte, die Hufe. Au, mein Panzer, geh runter. Warte, warte mal. Wow. Oh, mein Bart, das ist Citronello, was machst du da? Das sieht total bescheuert aus. Okay, warte, ich bin bereit, Pomodoro. Endlich! Los geht's und seht immer cool aus, Jungs! Ja! What? Eine Bowser-Statue? Hohoho! Ich hab schon auf dich gewartet, Mario! Hohoho! Ich bin der stärkste und coolste, sieh die Macht des großen, bösen König Bowser! Es ist Zeit, deine närrischen Ideen aus dir rauszuprügeln, Prinzessin! Zu retten. Oh, ich bitte dich. Pass auf und weine. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man... Ach doch, man kann wechseln. Ich würde ja nochmal Gumbario nehmen, um Scanner einzusetzen. Bowser sieht ein bisschen lahm aus. Ich meine, lahm ist er sowieso, aber... Maximal KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sieht Bowser wirklich so aus? Ich habe ihn viel furchterregender in Erinnerung. Ich muss aber die Attacken kennen. Haha, ich bin unbesiegbar! Du bist machtlos gegen mich. So, schauen wir mal. Ich will mal Powerhüpfer versuchen. Ja, das war schon mal nicht. Kann ich den so nicht schaden, ne? Was ist los mit dir? Was macht dir gar keinen Spaß? Du kannst mich nicht mal ankratzen. Das ist jetzt die Frage, wie kann ich den schaden?
Von Mario kann er nicht viel. Ne. Muss Bombett, glaube ich. So. Oha! Oha, du Schwächling, ich kann nicht aufhören zu lachen. Hey, Mario denkt wirklich, dass wir König Bowser sind. Psst, Mario könnte uns hören. Ich könnte zwar mal einen Hammerattacke versuchen. Ah, macht doch mal einen Schaden. Macht der 4 Schaden, Alter. Ha, du bist vielleicht lahm, bist du immer so schwach. Der nächste Teil sollte heißen Piper Bowser. Pomodoro, wir haben hier Risse an Stellen, wo nicht mal Stellen sind. Vergiss das mal, Mario macht's nicht mal lange. Los auf ihn. Schlag plus 2. Und noch eine Explosion. Reicht genau. So. Mario gibt den Rest. Oh, war das ernsthaft Charles? Was ist los mit dir? Das macht ja gar keinen Spaß. Du kannst nicht mal mich ankratzen. Doch, kann ich. Pass mal auf. Oh nein, das Kostüm war perfekt. Bowser hat es so gefallen. Oder ja, ich muss wahrscheinlich gegen sie selber jetzt kämpfen. Ne? Ja. Jetzt kommen die Koopa-Brüder. Na, da wäre ich. Okay, Mario. Koste hiervon. Da werde ich, glaube ich, Koopa nehmen. Unsere Spezialität, super Wirbelattacke. Vier Schaden. Warte mal, jetzt brauche ich was, was meine BP erhöht. So. Wow, wir kippen. Ah, das schwarze Konter, nee. Oh, jetzt muss ich ein Dings nehmen. Fast ein super Blitz nehmen. So. So, kippen sie jetzt. Immer noch nicht. Mann, das schwarze Konter, ne, die Attacke. Warte mal, ich hab doch. Hier. Frisst das. Jetzt müssen wir doch eigentlich mal kippen, ja. Endlich! So, Powerpanzer. Bam! Können wir gut alle Gegner trifft? Ich guck mal. Nee, leider nicht.
Machen wir noch Powerpanzer. So, alle umfallen. Jo, erst nochmal besiegt. Ah, jetzt haben sie nur einen Zweierturm. Macht am besten nur noch. Ja, diesmal ist es geschafft. Los, komm an. Der muss auch erledigt sein. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei. Wir kippen gleich. Yes. Aber ich würde am besten nochmal Gumbario holen, weil da soll die nochmal scannen. Nicht, dass man später irgendwas braucht, dass man alles Gegner scannen muss. Kann ja auch so sein. Die Koopa-Brüder haben einen Koopa-Turm geformt. Maximal KP, Fahrzeug, ich bin mir nicht sicher. Wenn sie in dieser Form sind, können sie eine Wirbelattacke ausführen. Schlag sie mit dem Hammer, damit sie aus dem Gleichgewicht kommen. Danach wird sie jeder Angriff umwerfen. Explosionsattacke. Aha. Ah, wir kontern gut. Also machen wir Hammerattacke. Bombett. So. Sind sie flach hier? Das kann ich endlich erledigen. So, jetzt bist du alleine. Und tschüss. Yes, das war's. 32 Sternpunkte. Schon etwas schwieriger. Wow! Mit Bild von Peach drin holt. Hey, hallo. Lass uns hier raus. Ja, jetzt sind sie eingesperrt. Und wir haben wahrscheinlich den ersten der hohen Sterne befreit. Eine Sternkarte oder was? Ach, gleich den, ein Chef oder was? Kapitel Ende. So besiegten Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retteten einen der edlen Sterne. Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreichs, des Sternhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seiner neuen Freunde. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. So! An dieser Stelle ist doch ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Wir haben das erste Kapitel beendet, den ersten hohen Stern befreit. Und jetzt, ja, jetzt wissen wir, ich mache mal einen Start. Jetzt wissen wir natürlich erstmal nicht, wo es als nächstes hingeht. Keine Ahnung, ich bin gespannt, wo es uns als nächstes verschlägt, wie das zweite Kapitel ist.
Ich hoffe, ich habe jetzt hier im Cooperturm nicht allzu viel vergessen. Beziehungsweise, wenn ich was vergessen habe, dass ich da auch irgendwie nochmal zurück kann. Aber ich schätze schon, ich habe ja jetzt nichts zerstört oder so, aber wird sich nachher zeigen. War auf jeden Fall ein härterer Kampf als sonst. War auf jeden Fall schon schwieriger. Musst du so einige Strategien und Techniken schon anwenden, um sie zu schlagen. Und ich merke schon, ich muss auf jeden Fall diese Abwehrattacken noch besser können. Da habe ich noch echt meine Defizite hier, die gegnerischen Angriffe zu blocken. Aber da, das wird mit Dauer des Spiels hoffentlich besser. Ja, gut. Wenn ihr beim nächsten Kapitel wieder dabei sein wollt, dann schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein. Wenn euch dieses Kapitel, dieser Part gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr das Projekt weiter verfolgen möchtet oder die anderen Projekte. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen zu Paper Mario. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und damit Retro Julie. Out.